Akte 1. Du warst es, der unsere Pläne am Mondberg zunichte gemacht hat. Ja, das kommt mit recht Schuppe. Das war ich. Bin ich da stolz drauf? Muss ich sagen, nein, das ist ein beschissenes Pokémon für unsere Pumpe. Machen wir mal so. Monkey. Du gefällst mir jetzt gerade irgendwie. Oh yeah. Ja, das gefällt mir jetzt überhaupt nicht. Ja, muss ich ehrlich sagen, das gefällt mir überhaupt nicht. Leichter. Nee, ich glaube, ob du den Volltreffer war. Nein, bitte nicht. Zack. Ah, hier war es. Glaube ich auch. Santa. Man. Oh yeah, baby. Oh yeah. Some dark man. Sun. Mal die Hälfte. Ne? Es war ein bisschen klar. Karate-Schlag. Dafür gibt's einfach voll in die Fresse. Ich muss mal einfach sagen, so wie es ist. Man muss auch Grenzen setzen. Schlag geht daneben und ich breche. Du bist also in einer kleinen Verteidigung, also, ja? Denkst du, das hilft dir jetzt? Ich hab hier was für dich. Das hast du doch. Deswegen bricht deine Verteidigung einfach aus. Das ist dann nichts mehr. Rettern, oder? Da hat unsere Funke noch eine kleine Chance, sein Level abzuerreichen. Wenn das nicht komplett versaut, müsste es eigentlich reichen in dem Fall. Ja, mach dein Boa. Das müsste reichen. Nicht ganz. Giftblick paralysiert übrigens. Ja. Sensationell. So. Dieses Kind ist einfach unschlagbar. Einer mal eingesehen. So. Das war jetzt nicht mein Ding, sondern ich wollte einen tauschen mit Dörtchen. Du darfst mal an. Unser Kiwi Ruffy macht mal hier schön entgiftig. Und einen kleinen Super Tranky-Stegi. Und ja. Zweiter Kampf, bitte. Spürst du nicht die Schönheit der dunklen Seite der Macht? Nein. Tue ich irgendwie nicht. Nee, nicht ganz. Retter. Rettern rettet. Töpfchen. Du bist erstmal schön hier bedroht. Aber wir haben Flügelschlag. Hoffentlich hilft der. Zack. Nicht so wirklich, aber ein bisschen schon. Ja, vergib uns bitte. War dreh durch bei dieser Scheiße hier. Das tut so richtig weh. Jetzt kommt. Das hätte auch gut kommen können und dann wäre uns auch nichts passiert, ehrlich gesagt. Ja, aber irgendwie kommt diese Attacke nie dann, wenn man es braucht. Wollte ich doch mal. Aber wait. So, ich hoffe nach diesem Part. Das ist unser unser Final Fantasy Teil vom Showbiz durchgerendert und wir können durchgehen. Können wieder normal weiter aufnehmen, Final Fantasy. Ich würde gerne noch eine Stunde oder so aufnehmen. Schlitzer tut weh. Schlitzer tut weh. In dem Fall sieht es nicht mehr so gesund aus, wenn wir eine Fackel geholt für unser Teilchen. Wir nehmen mal unsere Fackel zur Stelle. Ein Sandbüttel hat. Das ist ganz cool, ne? Schau mal, was ich kann. Steinhagel. Zwar nicht effektiv, aber du verbindest mit Sand, ich werfe einen Stein. Mach dich nur stärker als du bist. Hier hast du noch was schön in dein Gesicht, die Schwammflutsche. Als nächstes wird Ark.
Und wir haben aber das richtige Pokémon gegeben. Auch wenn er uns jetzt bedroht. Wir haben trotzdem das richtige Pokémon. Nein, nein, ist aber so. Außer es wird vergiftet, dann habe ich keinen Bock mehr. Nee, wird nicht vergiftet. Seht ihr, das ist Zucker, was wir hier machen. Ganz großes Kino. So, dann hat man das nächste Pokémon erledigt und das letzte von ihm. Als nächstes, ouch, heilen wir mal unsere Pokémons und als nächstes könnte der Boss dran sein, oder? Müsste eigentlich sogar, wenn ich nicht alles täuscht. Mal schauen, ob unser Täubchen hier was machen könnte. Ah, da bist du ja schon. Ich bin schwer beeindruckt. Du bist tatsächlich weit gekommen. Das Team Rocket finanziert mit Pokémon seine finsteren Pläne. Ich bin hier der Boss, Giovanni. Mach dich bereit, Höllenqualen zu erleiden, Wicht. Ja. Das möchte ich jetzt sehen, was für Höllenqualen ich hier erleide. Ein Onix. Das ist nicht gesund für uns. Das ist tatsächlich nicht gesund für uns. Aber das auch nicht gesund für dein Onix ist. Naja, siehst du das hier? Das ist ja gleich Wildvorraserei hier, oder was? Einfach mal einen Durchbruch, bitte. Bam! Voll auf die Fresse von Onix. Genau, der Fette. Junge, du hast voll versagt. Karateschlag ins Gesicht bekommen. Bringt eigentlich Rio. Probier's mal mit Ling. Ich probier's mal wirklich mit Ling. Ich hoffe, das ist reicht. Rio, ja, muss eigentlich so hinkommen. Also, so attraktiv ist es anscheinend auch nicht. Ja, gut, dann versenkt unsere Initiative sehr stark. Also, Rio da schon treibt. So viel Initiative mehr als Rehorn, das ist also das Schlafduder ist schon eine geile Kombination. Und dann halt schön hier. Achso, weil es auch ja gut, das ist nicht so effektiv als Boden. I understand it very much. So. Rehorn ist aufgewacht, das ist schön für das Rehorn. Ich hoffe, beziehungsweise ich kann es nicht denken, das ist krass, wie viel mehr Initiative wir haben als Rehorn. Das ist echt brutal. Nach 4 Waffen, also Feuerwehr, dann werden wir noch welche Schwäche haben. Boden, oder? Probieren wir es einfach mal mit Freunden. Was haben wir groß zu verlieren? Kangama kann schon beten, aber alleine Kangama wird auch nichts ausrichten. Wenn Durchbruch nicht hilft. Och doch. Doch, doch. Doch, doch, doch. Mega. Geil. Will ich unbedingt haben. Reicht aber jetzt. Und voll auf 15. 32 ist unser Monkey. Hat er sich verdient? Hat er auch viele P bekommen? Nein. Ich habe kläglich verdient. Ja, in allen Belangen. Offensichtlich trainierst du deine Pokémon sehr sorgfältig. Trotzdem würdest du meine Ziele und Beweggründe nie verstehen. Dieses Mal lasse ich dich noch von dannen ziehen. Doch wir werden uns wiedersehen. Ja, hol doch. Silphscope. Jetzt ist so die Frage, wollen wir zuerst Lavandia erledigen? Oder wollen wir zuerst den vierten Ort machen? Das ist jetzt uns überlassen. Ich würde sagen, das allererste, was wir machen, ist ins Pokémon Center gehen. Ja, das klingt nach einem Plan, der gut ist. Erstmal Poké Center. Und im Pokémon Center erstmal unsere Pokémon heilen.
Als nächstes könnten wir uns auch noch anschauen, in welcher Reihenfolge wir kämpfen werden, sofern wir dann rüber nach Lavandia gehen. Ich bin mir ziemlich sicher, wir werden... Ne, wisst ihr, was wir machen? Wir gehen zuerst nach Lavandia. Wir holen uns zuerst mal diesen Tee von der Dame. Ah, und unser erst nächstes Pokémon im Team. Ja, ja, das machen wir. Das war natürlich das Falsche. Dieses Gebäude ist sehr, sehr wichtig für uns. Das wird es dann auch sein, was wir in diesem Part machen. Und die beiden nächsten Stockwerke. Ich bin mir aber nicht sicher. War die Oma hier? Omi ist nicht hier. Omi ist noch ein bisschen weiter oben. Oder? Nee, das ist... War das gar nicht Omi? Gefällt dir das Spiel? Mich hat das Spiel gestaltet. Auch wenn es sehr mühsam ist, den Pokédex zu erstellen. Gib nicht auf. Zeig ihn mir, wenn er komplett ist. Oh, okay. So eine Art Special dann. Werden wir aber nicht machen, versichere ich euch. Okay, Omi ist also nicht hier. Omi ist also nicht hier. Okay. Das ist natürlich schade. Oder Omi ist im Erdgeschoss und ich bin einfach nicht zu ihr hingegangen. Kann natürlich auch sein. Ach, Omi ist im Erdgeschoss und ich war nicht bei ihr. Jetzt. Du solltest dein ganzes Geld nicht für Getränke ausgeben. Versuch das hier. Tee. Gegen Durst ist nichts besser als ein heißer Tee. Er ist einfach wunderbar. Ja, ja. Das weiß ich. Nur ich werde deinen Tee nicht trinken. Dein Tee geht woanders hin und zwar geht ihr Tee in Richtung von hier hin. Und zack. Oh, dieser Tee, er riecht so lecker. Hä? Ich kann ihn haben. Boah, das ist nett, danke. Look, look. Oh, ja. Falls du nach Saponias Tee möchtest, dann darfst du passieren. Ich teile den Tee mit den anderen Wächtern. Zack. Und wir dürfen Saponia City betreten, meine Kompagnons. Wir werden gleich mal hier auch noch ins Pokémon Center gehen und uns heilen lassen, damit wir auch hier herfliegen können. Das ist nämlich eine etwas leichtere Variante. Für uns so können wir nämlich direkt zum zweiten Orden nach oben, nach links zum vierten Orden, nach unten zum dritten Orden und nach rechts geht's wohin? Das habe ich jetzt gerade nicht mehr ganz im Kopf. Könnte es Lavandia sein? Jawohl, da geht's in Richtung Lavandia. Dann werden wir das so machen, da wir eh schon 13 Minuten erreicht haben, werden wir in Richtung Lavandia gehen. Mal kurz in den Pokémon-Markt. Lavandia. Und im Pokémon-Markt an sich werden wir auch nochmal schauen, was wir brauchen. Wir haben jetzt bei uns Supertränke, Gegengift, Eis, bla bla bla, Superschutzätter, Sommerbonbon, Übertragung, Schattenglas, Calcium, Verstärkung, Unlichtattacken haben wir nicht. Okay, Calcium. Spezialangriff Wert eines Pokémons wird angehoben. Welches unserer Pokémon hat einen hohen Spezialangriffswert? Taubsee. Nee. Das ist... unser kleines, Starter-Pokémon. Kleines ist jetzt auch nicht, aber... So, 69 war es, glaube ich. Wie hoch ist er jetzt? 2. Ah, um 1 ist er angestiegen. Immerhin um 1. So, wir kaufen uns nochmal ein paar Tränke ein. So 15 Stück, würde ich sagen. Dann Gegengifte. 4 Stück. Paraheiler haben wir genug. Luftseiler haben wir genug. Machen wir einfach mal aus einem. Ah, haben wir auch. Okay.
So, Leute, dann gehe ich nochmal kurz vor den Lavandia Tower. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Chosen.